Wir sollten weiterlaufen. Ja, finde ich auch. Lauf weg, lauf weg. Hab jetzt keine Goblins mehr, versprochen. Gut. Achtung, ich glaube, sie schicken uns Schrecken der Nacht hinterher. Okay. Flüchte vor dem Goblin-Schaman. Halt, Diebe! Auf in den Krampf! Okay, hier können wir direkt schon mal den ersten einen D-Zaun. Ja gut, er hat jetzt doppelt. Gefällt mir ganz und gar nicht, wie sich das hier schon wieder entwickelt. Wir könnten grün machen, wir könnten gelb machen. Wir machen mal grün. Und lila, das ist sehr schön. Ah, jetzt hat der einen Vierfachen gehabt. Noch zwei. Sag mal, der will mich doch veräpfeln hier. Dafür hau ich ihn kaputt. So. Schlicht und ergreifend aufs Maul. So, Luther, du alte Primadonna. Okay, er macht sich das. Vierfach? Nein. Gut. Okay, er setzt seinen Kreisch ein. Das gibt vier Schaden. Ja. Okay, er macht das so. Ich muss unbedingt den Special von... Okay, er setzt das nicht ein. Okay. Oh, ich würde mal so behaupten, steht dem, dem ersten Feind. Wir machen erstmal das mit der 5 Attacke. Weil den ersten jetzt das reinzuwürgen. Okay, gib mal 5 Rüstung. Kann ich mir den aussuchen? Dann nehmen wir doch gleich mal den ersten. Und alle anderen Barriere, das heißt, sie sind schon mal safe, was direkte Angriffe angeht. Ich glaube, ich bin zu taktisch. Nein. Nur keine Lust, den ersten jetzt mit einem Special wegzurotzen. Ja, damit hat er schon mal die Barriere von Dette Kapuzke. Vierfach. Nicht. Aber immerhin, wir haben fast unseren so gegen. Auch gegen ihn, das darf nicht wahr sein. So, und jetzt ist der erste weg. Er hat einen extra Turn, ja. Holt sich noch einen extra Turn. Man setzt sofort den Special ein. Geist und Zauber. Mana Surge. Ja, Mana Surge. Oh, komm bitte nicht schon wieder gegen mein Hottehü. Doch, jetzt ist mein Hottehü im Eimer. Ist aber nicht tragisch. Es hat das Nötigste getan, was es kann. Okay, wie viele Schädel haben wir hier? 2. Läuft bei uns. Ja gut, da haut er Luther eine rein. Probieren wir es mal. 3 bis 18. 15. Perfekt. Wir haben gewonnen. Weich hier den Keilerreitern aus. Okay. Zerquetschen Sie, Jungs. Okay. Denk mal, die werden wir auch noch kaputt gekriegen. Irgendeine erdenkliche Art und Weise. Chance auf den Vierfachen. Nein, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, stärken wir doch erstmal Luther. Zumindest probieren wir es. Das war ein guter Zug. Also aus meiner Sicht natürlich. Was allerdings nichts heißt. Nee, den Fehler mache ich bestimmt nicht.
was das Spiel mir jetzt hier vordirigieren will, weil wenn ich nämlich das mache, dann geht der Fünfer da runter und dann braucht er nur noch den Mann. Nee, nee, nee. Dann mache ich erstmal einfach mein Special. Dass der Angriff ein wenig erhöht wird. Dann könnten wir auch... Ah, rot oder gelb? Wir nehmen gelb. Stand da gerade, Keiler sind geiler. Oh, ich habe ein ganz blödes Gefühl gerade. Das hat gerumst im Karton. Wir machen das so. Haha, Achtung, jetzt. Special. Das lief. Das lief sogar sehr, sehr gut. Ja, wir brauchen noch Glauben. Wir haben unseren Special auch schon wieder. Das ist jetzt sehr gut. Der Gegner baut sich gerade sein eigenes Grab. Wenn ich das mal so hinzufügen darf. Na, hier haben wir auch noch zwei. Und er hat einen extra Turn. Er hat noch einen extra Turn. Habe ich mir schon gedacht, dass er direkt auf mich losgeht. Haben wir irgendwo grün? Oh, grün, ja, doch, können wir mal machen. Perfekt. So, direkt mal 5 Rüstung für mich und den unteren beiden ein bisschen. Oh, da können wir jetzt eine schöne Kombi rausmachen. Der kann auch mir in den Arsch treten. So, setzen wir doch mal unseren Special ein. Gucken, ob es reicht. Nein, reicht diesmal nicht. Diesmal hat er mir nur 5 gemacht. Oder 5 gegeben. Kannst du machen, ich muss gucken. Doof. Okay, er kann gleich wieder seinen Keiler-Special machen. Das ist mir aber egal. Alter Verwalter. So, Keiler sind geiler. Und er hat mich kaputt gehauen. Ja, dafür kriegt er jetzt auf den Arsch, nämlich damit. Damit ist er nämlich hinüber. So. Haben wir das auch schon mal? Scheint, als hätten wir die Goblins abgehängt. Aber nur knapp. Was? Wir sind doch gerade erst warm gelaufen. Oh nein, wirklich? Stell dich nicht so an, wir müssen noch immer einen Teil der Karte finden. Oh, das ist schön. Wir müssen uns nur noch mit einem Freund von mir treffen. Ja, wozu das denn? Er sollte Karten teilen, seinen Besitz haben. Das klingt ganz einfach. Ja, so einfach wie von einem Drachen zu fallen. Abwarten. Folgt mir, es ist nicht weit. Er sollte bereits auf uns warten. Okay. Ja, wie gesagt, wir machen erstmal die Quest hier. Da sind sie, die beiden, die wir gesucht haben. Okay, doppelten Schwerstufe 8 Charakter. Gegner. Direkt aufs Maul. Gut, er kriegt zwar jetzt einen Bonus, aber... Kennt ihr? Ist mir egal, ist mir egal. Ich weiß nicht, was ich von diesen ganzen Kugelage hier halten soll. Okay, da können wir das machen. Dann passiert nämlich das. Ist der erste schon mal Flöte. Können leider noch nicht unseren Special machen, aber das ist eine Banane. Dann machen wir das halt so. Er wird uns jetzt wahrscheinlich aufs Maul hauen. Ja. So, schnell allen nochmal 5 Attacke geben. Und dafür ist Luthor da. Mana Surge. Okay. Oh, hier können wir noch einen Vierfachen. Hm, haben wir noch eine Chance auf einen Vierfach? Sieht nicht so danach aus. Dann schützen wir ihn mit 5 Rüstung und geben allen anderen Barriere. Taktik. Mana Surge.
haben wir nochmal die Chance auf einen Vierfach. Es sieht nicht danach aus. Doch. Nochmal Vierfach. Nein. Gut, dann machen wir das. Und dann machen wir dies. Dann ist... Jetzt macht es richtig Remi Demi. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Remi Demi. Was könnten wir? Wir könnten das, wir könnten jenes. Wir könnten aber auch Lila nehmen. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Gelb. Na holla, jetzt geht's aber ab hier. Vierfach. Nein? Schade. Tja, würde ich mal sagen. Stutenleiche. Walte deines Amtes und hau den Gegner kaputt. Oder tritt den Gegner kaputt. So, jetzt mit unserer infernalen Lanze. Ah, wir haben 11 gemacht. Also, voilà. Und wir sind Stufe 23 geworden. Das ist doch... Kriegsherr-Champion Level 8 haben wir. Das heißt, wir haben jetzt 13 Leben. Wir nehmen weiter die Feuerbeherrschung. Habe ich mich jetzt so ein bisschen auf eingeschossen. Haben aber nichts Neues gekriegt. Okay, jetzt warten wir auf Tiris Gefährten. Deine Freundin mag uns entkommen sein, aber dich haben wir. Schrecken der Nacht. Das ist ja schrecklich vierfach. Noch ein Vierfach. So kann das meinetwegen das ganze Match über weitergehen. Wird es aber wahrscheinlich nicht. Habe ich mir schon gedacht, dass er das macht. Das spielt mir jetzt sehr, sehr gut in die Karten. Ich glaube, das hat mein Gegner mit Absicht gemacht. Naja, mir soll es Banane sein, ob er das mit Absicht gemacht hat oder aus Versehen. Das ist mir vollkommen Hanebüchen, Schnupf, Piep. Okay, wir können das oder das. Wir nehmen das. Dann holen wir uns jetzt das Blau. Okay, jetzt muss ich überlegen, doch, das passt. Genau darum ging es doch. Bei der ganzen Operation. Schnell die Attacke erhöhen. Vierfachen hätten wir sowieso nicht hin. Ist aber gut. Haben wir zwei Schädel oder mehrere in einer Reihe? Ja, haben wir. Setzen wir es doch ein. Toll, ein Gegner, der nur noch... Naja. Okay, das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Er hätte einen Vierer rausmachen können, hat es nicht gemacht. Warum auch immer, ist mir egal. Ich gehe auf Nummer sicher und hau den Gegner. So, dann ist er weg. Oh, hier haben wir noch ein Vierfach. Können wir da eigentlich noch ein Dreifach machen? Nein, wir können den Gegner auch direkt aufs Maul und ist er weg. Ah! Wir haben erneut gewiktoriert. Und, ja, Belohnung bitte. Ach, diese verfluchten Dunkelelfen. Er ist weg. Was? Keine Sorge, er hat uns ein Zeichen hinterlassen. Sicher? Mein Vater und ich sind schließlich keine Anfänger mehr. Dein Herr Papa? Warum denn nicht? Schätze zu stehen, liegt in der Familie. Folg mir. Okay. Herausforderung im Spinnenhof. Okay. Ich hab's erst unterwegs zu den Divinienfeldern. Okay. Bühne frei für die Zentauren. Okay. Hoffentlich sollen noch nicht jenseits der Grenze. Why? Zentauren, die mögen keinen Besuch. Okay.